In diesem Video möchte ich euch eine sehr kompakte CNC-Maschine vorstellen. Es handelt sich um eine Graviermaschine mit der Bezeichnung TE8, die mir von dem Onlinehändler Gearbest zur Verfügung gestellt wurde. Geliefert wird die Maschine als Bausatz, dem alle zur Fertigstellung benötigten Teile beiliegen, lediglich die Bauanleitung fehlt. Da die Mechanik recht simpel ist, genügten mir die Produktfotos als Vorlage. Den Bau meiner Maschine habe ich genutzt, um die fehlende Anleitung zu schreiben und auf meinen Seiten zu veröffentlichen. Nimmt man, wie ich, die Produktfotos als Vorlage, so ist der Frästisch der fertig montierten Mechanik nicht wirklich unterhalb der Achse des Fräsers. Eine kleine Änderung bringt aber den gewünschten Erfolg. Die drei Achsen der Maschine werden von bipolaren Schrittmotoren über Gewindespindeln angetrieben. Um die Mechanik möglichst leichtgängig aufzubauen, sollten die Führungen gelockert und sodann die betreffende Achse durch manuelles Drehen der Spindel bis zum Anschlag gefahren werden. Anschließend werden die Führungen wieder festgezogen. Der Vorgang ist an dem gegenüberliegenden Ende der X-Achse sowie an der Y- und Z-Achse zu wiederholen, um die Führungen parallel auszurichten. Für die Verdrahtung wird ein Lötkolben und Schrumpfschlauch oder Isolierband benötigt. Verlötet werden hier die vier Leitungen eines Schrittmotors. Am anderen Ende befindet sich ein Stecker, der an die CNC-Platine auf dem Mikrocontroller angeschlossen wird. Neben den Leitungen der Schrittmotoren sind die Anschlüsse des Fräsmotors und die Buchsen für die Stromversorgung zu verlöten. Angaben zur Verdrahtung aller Komponenten findet ihr ebenfalls auf meinen Seiten. Die Elektronik arbeitet mit zwei Netzteilen mit 12 bzw. 24 Volt. Die Adapter der Netzstecker sind ein Schwachpunkt des Bausatzes. Der Stecker des 24 Volt Netzteils lässt sich einfach durch ein entsprechendes Netzkabel ersetzen. An dem 12 Volt Netzteil habe ich einen passenden Stecker verschraubt. Um die Maschine im Notfall schnell abschalten zu können, ist eine schaltbare Steckdosenleiste sehr zu empfehlen. Der Bau der Maschine ist in wenigen Stunden abgeschlossen. Die Abmessungen betragen etwa 27 x 27 x 27 cm, womit diese Maschine leicht transportiert werden kann. Der Arbeitsbereich beträgt etwa 12 cm längs der X-Achse, 10 cm längs der Y-Achse und etwa 4 cm längs der Z-Achse. Die Abmessungen des Frästisches betragen 15 x 9 cm. Zur Ansteuerung wird ein Arduino Uno Klon mit einem CNC-Aufsatz verwendet. Auf dem Mikrocontroller läuft die Firmware GRBL, womit die Maschine G-Code verarbeiten kann. Hier verwende ich ein Terminal-Programm, um G-Code-Befehle direkt an die Maschine zu senden. Diese CNC eignet sich somit sehr gut, um den G-Code-Befehlssatz zu studieren. Der erste Befehl legt die aktuelle Position des Fräsers als Nullpunkt fest. Um die Achsen zu bewegen, müssen Koordinaten für die X, Y oder die Z-Achse übermittelt werden. Es können dabei auch Befehle für alle drei Koordinatenachsen mit einem Befehlssatz übermittelt werden. M3 schaltet den Fräsmotor ein, M5 wieder aus.
Auch die Vorschubgeschwindigkeit wird über einen entsprechenden Maschinenbefehl gesetzt. Hier beträgt die Geschwindigkeit längs der X-Achse lediglich 80 mm pro Minute. Deutlich einfacher wird die Handhabung der Maschine, wenn ein entsprechendes Steuerprogramm verwendet wird. Somit können die Achsen über die Cursor-Tasten angesteuert werden, was die Bedienung wesentlich vereinfacht. Auch der Fräsmotor kann per Tastendruck ein- und ausgeschaltet werden. Die Befehlssequenzen werden üblicherweise in einer Datei abgelegt. Nach Auswahl einer derartigen Datei kann das Programm die Befehlszeilen auf Tastendruck zur CNC senden. Die Mechanik ist nicht allzu stabil, das Fräswerkzeug kann schon durch kleine Seitenkräfte sichtbar ausgelenkt werden. Das ist der Grund, warum diese CNC als Graviermaschine und nicht als CNC-Fräse vermarktet wird. Als Gravierwerkzeug liegen im Bausatz 3 10 Grad V-Bits bei. Drei-Millimeter-Debron ist leicht zu verarbeiten und billig zu bekommen, daher eignet sich dieses Material sehr gut für erste Experimente mit der Maschine. Die Drehzahl des Fräsmotors ist relativ gering und kann nicht variiert werden, der Motor wird über ein Relais ein- und ausgeschaltet. Die korrekte Vorschubgeschwindigkeit einer CNC-Fräse hängt von vielen Parametern ab, neben dem zu bearbeitenden Material, zum Beispiel vom Durchmesser des Fräsers und der Anzahl der Schneiden. Der V-Fräser besitzt lediglich eine Schneide, der Durchmesser variiert mit der Tiefe der Gravur. V-Fräser sind nicht gut zum Durchtrennen von Materialien geeignet, lediglich die sehr dünne Spitze sollte in das Material eintauchen. Der geringe Durchmesser der Spitze erfordert eine hohe Drehzahl des Fräsmotors, den Motor mit deutlich mehr als 12 Volt zu betreiben sollte durchaus Sinn machen. Es gibt viel Spielraum für Experimente bezüglich der optimalen Vorschubgeschwindigkeit dieser Graviermaschine. Es gilt, je härter das zu bearbeitende Material, umso geringer sollte die Vorschubgeschwindigkeit gewählt werden. Debron kann mit der maximalen Geschwindigkeit von 200 mm pro Minute bearbeitet werden, ohne dass die Maschine Schaden nimmt, eine geringere Geschwindigkeit ergibt jedoch bessere Schnittkanten. Eine tiefe Gravur wird in mehreren Durchgängen gefräst. Neben der Vorschubgeschwindigkeit ist die Tiefe pro Durchgang ein zu beachtender Maschinenparameter. Das 3 mm Debron kann von dem V-Bit nicht nur graviert, sondern auch sehr leicht durchtrennt werden. Unter der zu schneidenden Platte muss sich eine weitere Platte befinden, da der Fräser ansonsten in den Frästisch aus Aluminium schneiden würde. Bei der hohen Vortriebgeschwindigkeit in dem Debron würde der V-Fräser dabei schnell abbrechen. Holz kann von der Maschine ebenfalls bearbeitet werden, die Vortriebsgeschwindigkeit muss dabei aber deutlich reduziert werden. Hier ist eine Vortriebsgeschwindigkeit von 80 mm pro Minute vorgegeben. Die Gravur wird mit jedem Durchgang um 0,3 mm tiefer gefräst. Der V-Fräser dringt bis zu 1,2 mm tief in das Holz ein. Beim Bearbeiten von Holz sollte ein Staubsaugergriff bereit sein, um die Späne von Zeit zu Zeit absaugen zu können. Im Betrieb konsumiert die Maschine eine elektrische Leistung von nicht mehr als 35 Watt. Die ICs der Treiberplatinen werden mit nicht mehr als 50 Grad nicht übermäßig warm. Der Motor der Y-Achse erwärmt sich im Betrieb auf etwa 47 Grad. Die Temperatur der beiden anderen Schrittmotoren liegt etwas darunter, womit keiner der Motoren übermäßig warm wird. Die Temperatur des Fräsmotors liegt nur unwesentlich über der Raumtemperatur, ein Betrieb mit deutlich höherer Spannung sollte also keinen Schaden an diesem Antrieb verursachen. Nach etwa einer Stunde ist die Datei abgearbeitet.
Die Gravur ist klar erkennbar, aufgrund der Faserstruktur des Holzes sind die Kanten jedoch leicht ausgefranst und müssen für ein gutes Resultat mit Schmirgelpapier nachgearbeitet werden. Ein Millimeter Sperrholz kann von der Maschine leicht durchtrennt werden. Auch hier erfolgt der Trennschnitt in mehreren Durchgängen. Die Vortriebsgeschwindigkeit beträgt 80 mm pro Minute und mit jedem Durchgang dringt der Fräser um 0,3 mm tiefer in das Sperrholz ein. Die Vorlagen sind präzise ausgeschnitten, die Kanten sind, typisch für Holz, etwas ausgefranst. Nachbearbeiten mit etwas Schmirgelpapier schafft Abhilfe. Als nächstes wird 2 mm Acrylglas von der Maschine bearbeitet. Kunststoff ist ein sehr kritisches Material, was die Maschinenparameter betrifft. Bewegt sich der Fräser zu langsam durch das Werkstück, so schmilzt der Kunststoff, womit die Schneide keine Späne mehr aus dem Material abtragen kann. Wird hingegen eine zu hohe Vortriebsgeschwindigkeit eingestellt, so kann der relativ langsam drehende Fräser nicht schnell genug Späne aus dem Material schneiden und bricht ab. Mittels Wasserkühlung wird hier das Schmelzen des Kunststoffes bei der recht niedrigen Vortriebsgeschwindigkeit von nur 80 mm pro Minute verhindert. Somit kann auch mit dieser leistungsschwachen CNC der Kunststoff gut bearbeitet werden. Erneut wird das Material in mehreren Durchgängen durchtrennt. Die Schnittkanten der Buchstaben sind recht sauber ausgeführt. Aufgrund des verwendeten V-Fräsers ist die Kante nicht rechtwinklig, die Graviermaschine eignet sich daher nur mit Einschränkungen zum Schneiden von Werkstücken. Hier hält eine Umrandung aus Knetmasse das Kühlwasser auf der zu gravierenden Platte aus Acrylglas. Damit kann die Maschine auch über lange Zeit unbeaufsichtigt an dem Material arbeiten. Mit der T8 werden viele Linien über eine Zeitdauer von mehr als 2 Stunden in das Material graviert. Die ca. 5 mm hohen Buchstaben der Gravur sind gut lesbar, die Geraden sind gerade und die Schnittpunkte der Linien weisen keinen sichtbaren Versatz auf. Fotos aller Beispiele sind auf meiner Projektseite in voller Auflösung erhältlich. Aufgrund der kompakten Bauweise kann die Maschine leicht transportiert werden, diese ist also gut geeignet, um Wissen rund um rechnergestützte Fertigung einem breiten Publikum zu vermitteln. Vorteilhaft ist dabei auch, dass die Geräuschentwicklung im Betrieb relativ gering ausfällt. Die sehr kostengünstige CNC-Maschine eignet sich sehr gut für erste Gehversuche im Feld des rechnergestützten Fräsens. Auf dem Weg vom 3D-CAD-Modell hin zur Datei mit Maschinenbefehlen und auch während der Bedienung einer CNC-Maschine lauern für Anfänger viele Fallstricke. Mit der T8 kann man relativ entspannt darauf losexperimentieren, ohne bei einem Fehlversuch gleich teure Komponenten zu beschädigen. Ein produzierendes Gewerbe wird man auf eine CNC in der Preisklasse unter 200 Euro kaum aufbauen wollen, ansonsten ist es an der Zeit, euren Geschäftsplan gründlich zu überdenken. Die kostengünstige Maschine ist für Tüftler ein großartiges Geschenk und fordert den begeisterten Bastler geradezu heraus, Modifizierungen vorzunehmen. Welche Verbesserungen mit einfachen Mitteln implementiert werden können und was mit der Maschine noch so alles machbar ist, werde ich in einem folgenden Video zeigen. In diesem Sinne,
Danke fürs Angucken und bis bald.